Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, alias Mr. T. Heute auf, beziehungsweise Reaktion auf verschiedene Anfragen über eine Plattform. Und zwar das Thema, was ist besser, das Fitnessstudio oder das Training zu Hause? Da gibt es auch wieder keine direkte Aussage, sondern ist natürlich immer wieder von Typ zu Typ unterschiedlich. Ich bin jemand, ich kann zu Hause trainieren, mir macht das nichts aus, beziehungsweise ich lasse mich nicht ablenken, ich ziehe mein Training zu Hause durch, auch wenn der Sofa, der Fernseher, der Computer, alles in der Nähe ist, klinke ich mich hier aus und kann zu Hause trainieren. Hat einen Vorteil zu Hause, man hat Ruhe, man braucht weniger Zeit, man hat einfach ein besseres Zeitfenster, man kann jederzeit trainieren, man hat keine Stoßzeiten. Das Fitnessstudio ist oftmals zu gewissen Zeiten überfüllt. Es ist sauerstofftechnisch nicht in der besten Verfassung. Es gibt Menschen, die einem stören, es gibt Musik, die einem stören, es gibt Gerüche, die einem stören, da gibt es ja ganz verschiedene Faktoren. Deswegen ist es natürlich von Typ zu Typ etwas unterschiedlich. Man kann nicht sagen, das eine ist besser und das andere ist schlechter. Grundsätzlich ist natürlich zu Hause, wenn das Equipment nicht vorhanden ist, das heißt nur ein eingeschränktes Equipment, zu wenig da ist, hat man natürlich eben eine Einschränkung in der Vielfalt der Übungen. Das heißt, wenn ich gar keine Geräte zu Hause habe, kann ich natürlich mit Körperlast arbeiten. Die typischen Turnfalerianübungen gibt es ja ganz viele davon, von der Kniebeuge und Ausfallschritt über die Rumpfstütze, über die Seitstütze, über die Bauchcrunches. Da gibt es ja ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten, die man machen kann. Ist natürlich eingeschränkt, weil hier natürlich nur bis zu einem gewissen Grad mit Last gearbeitet werden kann. Wer ein bisschen Equipment hat, Langhantelablage, Flachbank, Schrägbank, also eine Kombination, wenn man umstellen kann, Langhantelablage, der hat schon mal eine große Möglichkeit, natürlich sämtliche Grundübungen auszuwählen, natürlich vorgebeugtes Rudern, Ober- und Untergriff, Kreuzheben, Kniebeuge, Ausfallschritt, Bankdrücken, Schrägbankdrücken. Da ist alles fast schon da. Also da kann man auch schon richtig deftigen Körper trainieren. Wer dann noch ein bisschen mehr hat und investieren kann in Kurzhanteln, dann auch noch eine größere Möglichkeit. Somit kann man natürlich auch zu Hause ein geniales Training verfolgen. Klar, wenn man natürlich schon fortgeschritten ist und man möchte in die Auslastung gehen, das heißt, dass man klar mit hohen Gewichten arbeitet und da auch in die Belastung geht und man sagt, naja, bin mal gespannt, ob ich es noch schaffe, ist natürlich immer von Nachteil zu Hause, wenn man keinen Trainingspartner hat, keine Hilfe in der Nähe. Könnte gefährlich sein, wenn man mit großen Gewichten arbeitet. Somit natürlich auch ein kleiner Nachteil für zu Hause. Kleiner Nachteil auf zu Hause, man braucht Platz dazu, vor allem wenn man Equipment hat. Wenn man kein Equipment hat, braucht man keinen Platz, da reicht eine Bodenmatte, da braucht man überhaupt gar nichts. Da ist unproblematisch. Es gibt inzwischen schon ganz viele Dinge wie TRX-Vorrichtungen an die Tür eingespannt. Da gibt es Möglichkeiten, wo man was machen kann. Also gibt es schon viele Möglichkeiten, dass man zu Hause natürlich ganz klar auch ein gewisses Training verfolgen kann. Wichtig ist natürlich immer, dass ich überhaupt irgendwas mache, ob das im Fitnessstudio ist, ob das zu Hause ist oder im Trimmtriebfahrt, das ist völlig wurscht, oder im Verein. Wichtig ist, dass natürlich die gewissen Regeln eingehalten werden, ob es zu Hause ist oder im Fitnessstudio, im Trimmtriebfahrt oder im Sportverein, ist es völlig wurscht. Regeln, Technik verlasst, ohne Umkehrschwung, Muscle-Brain-Connection, Atmung achten, alles Dinge, das ist egal, wo ich trainiere, die müssen immer passen. Fitnessstudio kann einen Vorteil haben, zum Beispiel, wenn man sagt, okay, ich bin jemand, ich lasse mich zu Hause ablenken, wenn ich zu Hause bin, dann esse ich erst, dann bin ich müde, dann will ich nicht mehr, dann habe ich das noch zu machen, das zu machen. Dafür kann das Fitnessstudio ein Vorteil sein, das heißt, das Fitnessstudio liegt auf dem Weg, ich fahre dran vorbei, kann somit meine Sporttasche mitnehmen auf dem Rückweg, wenn ich vom Geschäft nach Hause komme, gehe ich ins Fitnessstudio und trainiere. Nachteil, in der Regel gehen da alle trainieren. Das Fitnessstudio ist voll. Im Sommer, sauerstofftechnisch, aua. Oder das Fitnessstudio hat tolle Zeiten, wie sie heute schon gute Fitnessstudios haben, die erst um 9 Uhr aufmachen, abends um 22 Uhr zumachen, sondern die eben morgens schon um 5 oder um 6 aufmachen und dann bis 12 Uhr offen haben, was ich toll finde, weil man sollte sich schon danach richten, wenn die Menschen Zeit haben. Die haben die Möglichkeit, auch morgens oder zwischendrin zu gehen. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich kann meine Arbeitszeit frei gestalten und somit gehe ich eben nicht abends und nicht morgens, sondern ich gehe zwischendrin. Ich gehe zum Beispiel von 13 Uhr bis 14.30 Uhr, kann man das erlauben. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, die man nutzen kann. Also, grundsätzlich würde ich sagen, gibt es keinen Vorteil, keinen Nachteil. Das ist personenabhängig. Das ist personenabhängig. Ich fühle mich zu Hause wohl, ich fühle mich auch im Fitnessstudio wohl.
Schön ist, wenn man eigentlich auch das Ganze kombinieren kann. Man hat zu Hause mal ein Fitnessstudio, ist natürlich ganz toll. Für Einsteiger hat es einen Vorteil, wenn sie ins Fitnessstudio gehen, unter Voraussetzung, dass das Fitnessstudio geeignete Trainer, die auch eine Ahnung haben, die auch entsprechend versiert sind im Umgang mit Krafttraining, die natürlich auch hier individuelle Trainingsplanung erstellen und nicht nur den Schublade aufmachen und XY-Trainingsmittel rausnehmen, kann einen Vorteil haben, der Anfänger geht ins Fitnessstudio. Wer nicht ins Fitnessstudio geht, dann kann er im Internet natürlich nach Informationen suchen, aber da ist es schwierig, weil da gibt es halt wirklich ganz, ganz viele Künstler, die sich hier präsentieren und die hier sagen, ich weiß was, ich kann was und dann aber zum Teil auch viel Fehlinformationen rausgeben. Auch das ist ein bisschen schwierig. Aber auch hier gilt, wichtig ist, dass wir was machen, wo wir es machen, Fitnessstudio oder zu Hause, ist egal. Wichtig ist, dass wir es machen, wichtig, dass wir es richtig machen. Und auch da, wie gesagt, immer ganz wichtig, vielleicht mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, ein bisschen was investieren, ein, zwei Stunden guten Personal Trainer buchen und sagen, bring mir mal ein paar Übungen bei, mach mir mal einen Trainingsplan, damit ich weiß, wo es hingeht. Und dann habe ich schon den ersten Fuß in der Tür. Wir geben so viel Geld aus für alles Mögliche, aber nicht für unsere Gesundheit, für unseren Körper. Da kann man auch mal investieren und sagen, okay, ich gebe mal, keine Ahnung, 200 Euro aus für einen Trainingsplan und vielleicht noch entsprechende Einweisungen in diese Übungen und dann habe ich schon mal die Basic. Das wäre es schon gewesen. Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, alias Mr. T, zum Thema Fitnessstudio oder Home Fitness.